Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zum dritten und leider auch schon letzten der drei exklusiven Gameplay-Videos von Planet Zoo. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Also, los geht's! So, da sind wir auch schon wieder in unserem wunderschönen indischen Park und ich würde sagen, wir gucken uns direkt einmal den Mandrill aus nächster Nähe an, der hier so wunderschön durch die Wand klebt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um nochmal darauf hinzuweisen, hierbei handelt es sich natürlich um Alpha-Gameplay-Footage, das heißt, es kann natürlich zu Bugs und Fehlern kommen, über die weiß aber Frontier Bescheid und arbeitet mit Hochdruck dran, dass diese zum Release gepatcht sind. Hier haben wir, wie ihr seht, ein kleines Nachschubproblem an Essen, da kommt aber auch schon der Zoowärter, der das wahrscheinlich beheben will und ich versuche hier einmal zu, nein, möchte nicht angeklickt werden, die sind aber auch extrem flink, die kleinen Mandrills. Hier haben wir nochmal ein Weibchen, wir suchen aber ein Männchen und da haben wir es. Die Männchen sind wirklich sehr, sehr stattlich und fast doppelt so groß wie die Weibchen und haben natürlich farbenfrohe, ja, Gesäße, wie ihr einmal gerade sehr, sehr nah gesehen habt. Aber auch Gesichtspartien, die wirklich wunderschön bunt sind. Dazu muss man sagen, die Alpha-Männchen sind noch ein Stück weit farbenfroher als die Beta-Männchen oder andere sich unterwerfende Tiere. Und der Gute läuft hier einmal in einen Teil, der überdacht ist von dem Gehege. Und das ist wirklich ganz cool. Das heißt, wir können auch auf jeden Fall Affenhäuser bauen, beziehungsweise Indoor- und Outdoor-Gehege. Und der chillt hier einfach mal und ich glaube, er setzt sich gleich auch erstmal hin, weil er hatte offensichtlich einen anstrengenden Tag. Dann zeigt er uns hier gleich nochmal seinen schönen Beißerchen. Ja, schön weit aufmachen, da sehen wir sie. Und wie ihr seht, er ist müde und legt sich hier einfach mal zum Schlafen. Was heißt, legt sich hin zum Schlafen? Nein, er schläft im Sitzen. Das könnte ich auch hin und wieder tun, so müde wie ich bin. Zumindest ging es mir kurz nach der Gamescom so. Da war ich wirklich einfach nur fertig und sah wahrscheinlich ähnlich aus auf meiner Rückfahrt wie dieser Mandrill hier. Wie ihr im Hintergrund seht, hier sind natürlich im überdachten Teil nicht nur Pflanzen, sondern auch Klettermöglichkeiten. Das heißt, es ist wirklich möglich, absolut komplett indoor gelegene Gehege zu bauen. Hier gucken wir uns wieder an, wie es denn um das Gehege insgesamt bestellt ist. Und da haben wir natürlich, wie in jedem anderen Gehege, ein kleines Problem mit dem Terrain. Und ich würde sagen, ihr kennt die Geschichte jetzt ja schon. Wir suchen uns dann hier den richtigen Paint aus und malen ein bisschen Gras rein. Hier so ein bisschen kurzes Gras. Da sind wir auch schon im grünen Bereich. Und ein bisschen langes Gras. Und während ich das mache, würde ich gerne hier über eine Sache reden, die ihr auch auf der rechten Seite seht. Und zwar die Größe des Geheges. Die ist hier einmal angegeben mit knapp 3800 Quadratmetern, was natürlich riesig ist, denn die Tiere, die hier gerade drin sind, benötigen nur knapp 420 Quadratmeter. Das heißt, das Gehege ist fast 10-mal so groß wie diese Mandrillherde oder ja, kleine Gruppe eher. Es ist noch gar keine Herde. Eigentlich benötigt. Das heißt, keine Angst, ihr könnt auch deutlich realistisch anmutendere Zoos bauen mit kleineren Gehegen. Auch wenn das natürlich fürs Tier deutlich schöner ist, wenn das Gehege groß ist. Dann sehen wir hier eine andere Sache und zwar einmal die Climbable Area. Und die zeigt uns an, wie viel kletterbare, ja, Oberflächen das Tier denn braucht. Ich sage das extra so komisch, weil da nicht nur, sage ich jetzt mal, Hochbauten und Klettergerüste reinzählen, sondern natürlich auch andere Dinge, die wir einfach reinbauen können. Das heißt, wir können auch zum Beispiel Bäume, die zählen, glaube ich sogar auch dazu. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Hier wählen wir auf jeden Fall im Menü hier die kletterbaren Gegenstände aus und wir werden hier einmal, um das zu demonstrieren und bitte seid fair zu mir. Ich hatte nicht viel Zeit und das ist auch nicht das Schönste, was ich Bau. Aber um das einfach hier kurz mal zu demonstrieren, wir können das natürlich alles piece by piece bauen.
Das Stückchen ist mir ein bisschen zu klein, dann nehmen wir ein größeres. Und gleich Spoiler vorweg, das ist ja physikalisch nicht ganz so funktionabel, was ich da baue. Aber im Rahmen von Planet Zoo funktioniert das und dann soll uns das auch erstmal recht sein. Links neben der Climbable Area sehen wir ein weiteres Terrain-Eigenschaft, die die Tiere brauchen könnten. Die ist hier ausgegraut und dabei handelt es sich um schwimmbare Fläche. Die brauchen die Mandrillen nicht, aber zum Beispiel der Gavial, den wir ja in der letzten Folge gesehen haben, für den ist das ausschlaggebend. Das heißt, bei dem wäre das nicht ausgegraut, sondern würde auch angegeben werden, wie groß denn die Fläche ist, die der Gavial gerne hätte. So, dann haben wir jetzt hier wirklich ein sehr, sehr simples Klettergerüst einfach nur mal gebaut, um zu zeigen, dass es auch wirklich geht. Und ich hoffe natürlich, dass da bald ein Mandrill kommt und das einmal ausprobiert. Gucken wir nochmal, wo sehen wir hier einen Mandrill? Nein, wir brauchen auf jeden Fall aber auch nochmal mehr kletterbare Möglichkeiten. Dafür platziere ich hier einfach diese super nützlichen Blueprints, die natürlich im Spiel sind und die ihr auch habt. Heißt, wenn ihr nicht so kreativ begabt seid, könnt ihr auch einfach die nutzen. Hier haben wir nochmal ein paar Mandrill. Ja, suchen wir mal, ob wir das Männchen finden. Ja, das geht gerade hier hin. Folgen wir dem nochmal und gucken uns das nochmal genauer an. Ja, warum auch immer hier schon wieder auf den Hintern reingezoomt. Da weist mich übrigens, glaube ich, Sam drauf hin. Ja, genau, sie sagt dann, hier, benutzt doch mal das Move-Tool und setz den doch einfach mal in die Nähe von deinem Klettergerüst. Denn da könnte es sein, dass die AI so ein Stück zurückgesetzt wird. Und sich der Mandrill das Klettergerüst anguckt, aber ihr kennt ja die Tiere in Planet Zoo in dieser Demo, die sind alle sehr, sehr trollig drauf, zumindest mochten sie mich nicht. Dementsprechend ignoriert er natürlich mein Klettergerüst und geht hier einfach seines Weges hier die Treppe hoch. Was übrigens wirklich gut gemacht ist, hier sehen wir es auch nochmal, wenn das nicht klippt. Aber ich würde sagen, wir gucken mal kurz nach unseren Tapiren, weil, wie ihr euch erinnert, da war ein Tapir schwanger und wir haben hier auch Nachwuchs gekriegt. Und oh mein Gott, klickt doch nicht auf die falsche Kamera. Danke. Hier haben wir es. Und oh mein Gott, ist der niedlich. Oh mein Gott. Also es war wirklich so, als wir da saßen, Sam und ich beide so, oh. Das ist wirklich süß. Vor allem sind die deutlich mehr aktiv als ihre Eltern. Sie sind sehr, sehr spielbegeistert, rennen viel durch die Gegend. Sie wirken wirklich wie junge Tiere, was ich einfach nur grandios finde. Also sie sind vom Verhalten deutlich von den erwachsenen Tieren zu unterscheiden. Und er sieht einfach nur super, super niedlich aus mit seinen kleinen Streifen, die dann über die Zeit übrigens hinauswachsen. Das ist vielleicht übrigens eine ganz gute Möglichkeit, um einmal darüber zu sprechen, dass die Tiere nicht, sag ich jetzt mal ein doofes Beispiel, wie bei den Sims, sie sind ein Baby und zack, sie sind Kinder und zack, sie sind junge Erwachsenen und... Also es geht nicht in Stages. Es gibt zwar Stages, das sind einmal Jungtiere, erwachsene Tiere und so weiter. Das gibt es. Sie wachsen aber proportional und es wird schon versucht, dass man zumindest diesen harten Übergang nicht sieht. Das ist dann wahrscheinlich in Momenten, wo einfach mal kurz rausgezoomt ist. Ich würde sagen, wir werfen jetzt hier nochmal einen Blick auf unseren Ganges-Gavial. Vielleicht möchte der diesmal ins Wasser, aber... Aber natürlich ist der Gute wieder in Trolllaune, wie hätte es auch anders sein sollen. Deswegen ignorieren wir ihn jetzt auch einfach mal, so wie er uns ignoriert und gucken uns an, was denn in unserem Zoo noch so alles zu machen ist. Da sehen wir übrigens hier unten, ja, genau dort, haben wir ein unfertiges Gehege und ich würde sagen, darum kümmern wir uns doch mal und schließen das. Hier haben wir natürlich eine Möglichkeit oder die Möglichkeit, aus den verschiedensten Zäunen auszuwählen. Ich entscheide mich hier für den Betonzaun und das werdet ihr auch gleich sehen, warum das eine ganz gute Entscheidung war. Hier können wir natürlich im Zauntool alle möglichen Dinge einstellen, wie hier unter anderem die Länge. So, ja. Und hier können wir auch nochmal eine Anti-Escape-Sicherung einbauen. Das ist so eine Art Rolle oben am oberen Ende des Zauns. Die brauchen wir in diesem Fall aber nicht. Ich würde sagen, den platzieren wir jetzt hier. Ja,
sagen, wir möchten einmal einen gebogenen Zaun haben, dass der sich automatisch biegt. Das ist wirklich relativ einfach zu bauen. Ich stelle mich hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen dämlich an. So schwer ist das Zauntool nicht zu kontrollieren. Ich denke, das ist einfach nur eine kleine Gewohnheitssache. Und wie gesagt, es war ein anstrengender Tag auf der Gamescom. Also seht mir das etwas nach. Nachdem wir jetzt hier das Gehege geschlossen haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, das hätten wir zwar auch direkt dort machen können, aber hier können wir auch nochmal das Gehege verändern und natürlich brauchen wir hier Sichtfenster für unsere Gäste, sonst können die natürlich das Tier, was da drin ist im Gehege oder was bald im Gehege sein wird, nicht erkennen. Und hier können wir auch nochmal mehrere Partien vom Zaun auswählen und sagen, wir nehmen das Einwegglas. Das ist, wenn ich das richtig sehe, gerade aber falsch rum platziert. Da hätte er das Tier unbemerkt die Gäste beobachten können. So ist das schon richtig. Ja, wir überprüfen das nochmal. Und ja, der Tiger, den wir hier, Achtung, kleiner Spoiler, bald ins Gehege packen werden, kann unsere Gäste nicht sehen. Unsere Gäste können aber ins Gehege sehen. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir werden uns einen Tiger anschaffen. Und dafür gehen wir natürlich in das Trading-Menü. Und da haben wir auch oben direkt den Tiger. Und hier haben wir an der Seite auch direkt die Eigenschaften vom Tiger, unter anderem die Größe. Es ist einer der größten Tiger. Die Langlebigkeit ist aber nicht so das Wahre. Aber das gucken wir uns später nochmal an. Ich würde sagen, wir platzieren den Tiger jetzt als allererstes einmal da drin, schließen das Menü und warten, bis unser Pfleger oder Zoowärter kommt und unseren Tiger da einmal reinpackt. In der Zwischenzeit können wir uns eigentlich schon mal darum kümmern, oder tun wir nicht? Nein, ich glaube, Sam und ich quatschen gerade ein bisschen über die Tiger und was die alles brauchen. Und genau, hier wählen wir nochmal in unserem Menü einfach alle Gegenstände aus und sagen, wir möchten die Spezies auswählen, und zwar den bengalischen Tiger. Und da haben wir auch direkt alle Spielzeuge und Fressens- und Trinkennäpfe, die wir brauchen für den Tiger, praktisch einmal aufgelistet. Und die packen wir jetzt einmal alle in unser Gehege rein. Hier nochmal eine Trinkstelle, die natürlich strategisch sinnvoll in der Nähe des Fensters platziert wird, sodass unsere Gäste auch wunderschön sehen können, wie der Tiger trinkt. Ja, das nehmen wir nicht. Wir wollen natürlich nicht alle Spielzeuge in das Gehege packen, weil, wie ich in der letzten Folge schon erklärt habe, die Tiere gewöhnen sich dran und langweilen sich dann nach einer gewissen Zeit über ihre Spielzeuge, die wir dann austauschen müssen. Deswegen sollte man da etwas, ja, vorsichtig sein, wie viel man ihnen gleich von Anfang an gibt. Das ignoriere ich hier aber einfach mal ganz toll. Und hier sehen wir auch nochmal die wunderschöne Physik, die das Spiel hat. Nicht nur die Spielzeuge, sondern wie ihr auch in der letzten Folge gesehen habt, der Dung der Tiere ist physikalisch korrekt animiert. Und hier haben wir unseren Tiger, und was ist das bitteschön für ein Prachtstück. Ich würde sagen, wir folgen dem jetzt hier einfach ein bisschen und ich halte meine Klappe, damit ihr so ein bisschen was von der Atmosphäre vom Spiel auch mitkriegt. Hier sehen wir übrigens auch nochmal, und das finde ich wirklich bemerkenswert, wie die Tiere mit dem Gehege interagieren und was wir in dieses Gehege bauen, indem er hier einfach durch diese tempelähnliche Anlage rennt. Natürlich, ihr kennt das Spiel, wir brauchen wieder den richtigen Untergrund für unser Gehege. Da haben wir ein wenig zu viel
Gras, glaube ich, und ein bisschen zu wenig Boden. Normalen Boden natürlich, keinen diamantbesetzten Boden. Gewisse Leute aus den Kommentaren wissen, dass sie gemeint sind. Ein bisschen zu viel Sand haben wir noch. Damit habe ich so kleine Schwierigkeiten, das herauszufinden, was ich da machen muss. Eigentlich ist es total einfach. Wir haben zu wenig Stein. Das heißt, wir können hier einfach mehr Stein reinmalen. Jetzt haben wir natürlich wieder zu viel langes Gras. Deswegen ein bisschen mehr kurzes Gras. Das ist eben eine Abwägungssache. Und hier regnet es auch nochmal, wie ihr ja sehen könnt. Und das sieht einfach grandios aus. Ich glaube, wir werfen jetzt hier einfach nochmal ganz schnell einen Blick auf den Tiger, wie er hier an seinem Kratzbaum rumspielt. Ja, das ist nämlich wirklich hübsch und auch da können wir nochmal sehen, wie grandios das Fell aussieht. Vor allen Dingen auch, wenn es feucht ist und auch wirklich, wie das Wasser vom Tiger aus dem Fell heruntertropft Richtung Boden. Das erzähle ich hier auch nochmal Sam, wie beeindruckt ich davon bin, wie das Ganze aussieht. Das ist nämlich einfach nur grandios animiert. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen an und wie gesagt, ich halte wieder meine Klappe. So, und da sind wir zurück und ich mal wieder im Gehege rum. Vielleicht kriege ich es diesmal hin, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, wie gesagt, es war ein langer, langer Tag. Ich war sehr, sehr müde, als ich auf der Gamescom war. Ach ja, sehr schön. Jetzt haben wir hier alles im grünen Bereich. Das heißt, ist alles super. Und wie ihr auch gesehen habt, der Tiger hat übrigens kein Problem damit, im Regen draußen herumzulaufen. Andere Tiere finden das nicht so toll. Werfen wir hier aber nochmal einen schnellen Blick auf die Genetik des Tieres. Wie ihr gesehen habt, das ist die Maximalgröße und auch die Fruchtbarkeit sieht relativ gut aus. Das Immunsystem und die Langlebigkeit ist nicht so toll. Da erzählt mir Sam, dass es natürlich vom Vorteil wäre, sich ein Tier zu besorgen, das eine hohe Langlebigkeit hat und ein gutes Immunsystem, damit sich der Tiger damit paaren kann, sodass der Nachwuchs bessere Werte in diesen zwei Bereichen kriegt und somit natürlich noch ansprechender ist für unseren Zoo. Und mit diesen wunderschönen Bildern eines tiefenentspannten bengalischen Tigers würde ich sagen, lassen wir den jetzt auch erstmal in Ruhe und gucken, was wir noch so in unserem Zoo zu tun haben. Denn ich weiß, es gibt noch mehr Nachwuchs, den wir uns betrachten können und zwar beim Isabelbär, den ich im letzten Video natürlich fälschlicherweise als Annabelbär bezeichnet habe. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ja, hier sehen wir auch das süße kleine Bärenjunge, das hier, ja, sich einmal was zu essen sucht und ganz offensichtlich ganz dringend einen Exorzismus nötig hat, wie hier das am Hals etwas durch die Gegend klippt. Wie gesagt, Alpha-Gameplay, das wird alles noch gefixt werden, da bin ich wirklich sehr zuversichtlich. Außerdem ist es doch ganz süß. Der Bär heißt natürlich Sean, das ist gar keine Frage. Wie sollte es auch anders sein? Man kann natürlich jegliche Tiere hier umbenennen. So wie sie einem gefallen. Wir wissen alle, dass alle Lemuren, wahrscheinlich alle männlichen Lemuren, King Julian heißen werden im späteren Spiel. Und hier sehen wir auch nochmal, ich glaube, das ist die Schwester von unserem kleinen süßen Bären, der hier auch wieder süß durch die Gegend tollt. Und wir gucken uns das mal an. Ja, das ist die Schwester und der geht es gar nicht so gut und zwar gibt es da massive Probleme mit Stress. Denn das ist gar kein Wunder, hier tummeln sich die Massen an Zoobesuchern, die natürlich alle unseren Bärennachwuchs sehen wollen. Und ich würde sagen, da ersetzen wir einfach das Zweiwegeglas natürlich wieder durch Einwegeglas, sodass die Tiere nicht mitbekommen, dass sie hier beobachtet werden von wirklich Massen an Menschen. Und hier sehen wir auch schon, da haben wir eine Stelle, die falsch rum ist. Ja, das haben wir nochmal sichergestellt, dass es wirklich so ist. Aber das ist gar kein Problem. Da gehen wir hier einfach auf den zweiten Tab im Menü, wo wir die umdrehen können. Und
schon sollte es den Bären besser gehen. Da gucken wir nochmal, vergewissern wir uns, ja, hier ist alles richtig. Werfen wir einen Blick auf den Bären. Für Demo-Zwecke ist das natürlich wieder etwas beschleunigt, das Ganze hier. Im fertigen Spiel dauert es etwas länger. Aber ja, der Bär erholt sich sehr, sehr schnell hier von seinem Stress. Und das ist auch wirklich ganz gut. Ich würde sagen, dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Nashörner, weil ich weiß, dort gibt es auch Nachwuchs und wir finden ihn auch direkt. Hier haben wir unsere süße kleine Panzer-Nashorn-Dame einmal und die gucken wir uns auch nochmal aus der Nähe an und auch die ist wirklich super, super süß und wie ihr seht, die ist auch total verspielt und das finde ich einfach nur richtig, richtig goldig, wie verspielt und aktiv die kleinen Jungtiere sind im Vergleich zu ihren Eltern. Das ist wirklich sehr, 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 sehr niedlich. Ich würde sagen, nachdem wir uns die jetzt nochmal ein bisschen angucken, werfen wir gleich nochmal einen Blick auf das Gehege, oder? Nee, der geht's ganz gut. Nee, brauchen wir nicht tun. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit nochmal und gucken auf den Trollgavial. Der ist nämlich im Wasser. Aha, wir haben dich diesmal erwischt. Und wir gucken uns dich nochmal von unten an. Und das sieht natürlich wieder richtig klasse aus. Und hier sehen wir auch nochmal, wie das aussieht, wenn der durch sauberes Wasser schwimmt. Und das sieht wirklich deutlich besser aus. Ich bin wirklich absolut begeistert davon, wie die Tiere animiert sind. Und wie sie sich verhalten. Die verhalten sich nämlich wirklich so wie in reellen Zoos. Da sitzen sie auch einfach mal auf der Stelle und tun nicht das, was sich gerne der Zoobesucher wünschen würde. Und das ist wirklich ganz, ganz toll zu sehen. Und in diesem Moment wird mir auch schon von Will Flanagan auf die Schulter getippt mit den Handzeichen, dass ich jetzt hier wirklich zum Schluss kommen muss. Denn es warten schon weitere Leute hier im Backstage-Bereich der Gamescom und scharen mit ihren Füßen, weil sie unbedingt Planet Zoo spielen wollen. Und ich bin ehrlich, ich kann es ihnen nicht verübeln. Ich hoffe, euch hat diese kleine Gameplay-Session genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Wie immer gilt natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch mehr News und Updates zu Planet Zoo und anderen Strategie- und Aufbaustrategie spielen willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Notifications, sodass du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich bin Sean, du findest mich auf Twitter unter @SeanMcBeard. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye.